Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Redstone Tutorial am Minecraft Monday. Und heute zum sicherlich einfachsten Redstone Tutorial am Minecraft Monday. Also leichter geht es jetzt wirklich nicht, um irgendwas zu bauen. Und zwar bauen wir eine automatisch ausfahrbare Treppe, die versteckt ist. Und zwar müsst ihr euch so vorstellen, das ist jetzt eine Hauswand in eurem Haus. Und wenn ihr jetzt hier auf den Schalter drückt, fahren dann Treppen raus. Und wie das geht, zeige ich euch jetzt. Als erstes markiert ihr die Stellen, wo die Treppe später sein soll. Das soll jetzt hier sein in dem Fall. Dann gehen wir auf die Hinterseite. Und dann setzen wir hier drei Blöcke lang, jeweils auch in Treppenform, Holz oder irgendein anderes Material, was ihr halt haben wollt dafür. Und dann gehen wir wieder auf die andere Seite. So. Und dann setzen wir jetzt hier Sticky Pistons hin. Nicht im ersten, sondern auf dem zweiten Block. Und hier und noch da oben. Und dann setzen wir vor die Sticky Pistons Holz oder irgendein anderes Material, je nachdem, was ihr halt für die Treppe haben wollt. Aber im Haus ist es meistens nur mal Holz. Gut, dann gehen wir auf die andere Seite wieder. Jetzt müssen wir natürlich die ganzen Sticky Pistons miteinander verbinden, um sie dann aktivieren zu können. So. Sticky Pistons reicht immer normalerweise, wenn man schon Schalten hinter dran macht und dann sind die gepowert. Das reicht uns natürlich nicht und es bringt auch nichts mit Redstone die so zu powern. Klar, an sich wird das schon passen. Aber wenn wir da mehrere verbinden wollen, so und so, verbinden die sich miteinander, das Redstone, und die werden nicht mehr gepowert. Also, was macht man da? Man nimmt Redstone Repeater, setzt die hinter die Sticky Pistons. Die Sticky Pistons werden auch nicht verstellt. Klar, die Redstone Repeater werden noch nicht verstellt, also irgendwie hier, die bleiben so wie sie sind. Und dann hinter die Repeater kommt dann Redstone bis nach unten. So, dann ist schon alles miteinander verbunden. Und dann tun wir gerade noch den Redstone dahin führen, wo dann später der Schalter ist. Den Schalter haben wir jetzt schon hier hingesetzt. Und wir müssen es nur noch drücken. Das muss natürlich noch eins nach oben gemacht werden. So. Jetzt müssen wir noch einfach drücken und die Treppe ist ausgefahren. Gut. So einfach ist es, eine automatisch ausfahrbare Treppe zu bauen, die man nicht einmal sieht. Gut. Das war jetzt sehr einfach. Müsste jeder hinbekommen. Ich finde es ganz schön, um Häuser schön einzurichten. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von Redstone Tutorials am Minecraft Monday. Bis dahin, ciao, euer Mystery.